Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Kapitel 2, Episode 2, die Wiederbelebung des Arlong-Parks. Das heißt, ich vermute, wir dürfen wieder Fischen auf den Mund, auf die Fresse kloppen. Warum auch nicht? So, empfohlen hätte ich Proper. Aber es sind nur ein bisschen Frankie und Brooke. Und auch neu, nämlich Kusan. Ich nenne ihn trotzdem auch Kishi. Für mich wird er immer auch Kishi sein. Irgendwas hat mir gerade blau versahen. Ich nehme trotzdem Ruffy, weil ich jetzt gesagt habe, ich nehme den Main-Dog immer Ruffy. Außer ihr habt irgendwelche Wünsche, dass ich wen anders nehmen soll, wobei das Problem ist, momentan ist ziemlich viel im Vornehmen. Vor gerade aufnehmen, weil ich glaube, ich habe heute Part 2 hochgeladen. そんな危険を犯してまで監獄の中を調べる価値があるのか 戦場では疑問の声が上がったが、ルフィの決意は揺らぐことなく、一行はインペルダウンを目指すこととなる。その途上、ナミはその光景に目を疑った。かつてイーストブルーで崩壊させたはずのアーロンパークが再建されていたのである。 アーロンは行方不明と聞いとったが、奴はわしの身内じゃ。ここに奴がいるならわしが止めにゃならん。ルフィ君、すまんが行かせてくれんか。じゃあ俺も行くよ。アーロンも強くなってるかもしれねえからな。見ろ、アーロンがおったぞ。近くに誰かおるな。 Okay, also Arlong und Crocodile. Also Nami kennt ja den Arlong-Park noch. Sie musste da lange arbeiten. Mehr oder weniger gegen ihren Willen. So, okay, wir haben Crocodile, wir haben Okta, wir haben Arlong. Und von unserer Seite haben wir auf jeden Fall, ich sehe Marco, Chimbei, Nami. Sonst unterstützen Nami und Chimbei. Ich erobere das Territorium und zwar die beiden. Guck ich mal, wo die beiden hinrennen, nehmen das andere. Kampfvorbereitung. Wir können neue Münzen. Nee, aber wir können neue Fähigkeit auswählen. Ich glaube, das war der Fähigkeit sehen. Yay! Und zwar nehme ich. Übernatürlicher Körper mit sinkender Gesundheit steigt die Verteidigung leicht. So, bei sinkender Gesundheit mehr Angriff und Verteidigung. Freund auswählen. Wir nehmen heute. Brook hat man schon länger nicht mehr. Nehmen wir Brook dazu. Damit wären wir damit so bald fertig. Und ich würde mal sagen, los geht's. Jo, Fähigkeit auswählen brauchen wir nicht. Ja, und das sieht aus wie der Arlong Park. Sieht ziemlich aus wie im ersten Teil. Oh ja, Arlong kriegt das mal richtig noch schnell aus. Ich mag Arlong nicht. Ich glaube, ich mag ziemlich viele böse Charaktere nicht. Ich darf wechseln sagen, wen ich mag. Hm. Wobei ich Okta mag. Okta ist nicht so. Okta ist zwar auch böse, aber er hat. Er bereut, was er getan hat. Und wird dann eigentlich mehr oder weniger ein guter Charakter und. Ich sehe ich cool, glaube ich, ein oder andere Mal. Ich finde Crocodile auch cool, der ist irgendwie, auch obwohl er böse ist, aber ich mag ihn irgendwie. Das ist kein kranker Psycho, der alle abschlachten ist, aber Crocodile ist mehr so. Der wollte eigentlich, nur Alabaster in Ruhe einnehmen. Außerdem finde ich da irgendwie. Erinnert mich an Gaara und ich finde Gaara auch cool, aus Naruto. Der von Gaara kann Leute verquetschen, einfach so. Crocodile kann das nicht, wirkt für mich. Und. Das sind nicht zu viele. Das ist eine Feigschütter. Das ist ein Polizei. Ich nehme mich, denn eigentlich hätte ich den Nami nehmen müssen. Ich glaube, die Ahnung zu, wenn wir noch morgen sind. Ich gehe mir das Freundin, das ist mein Gebiet, mein Territorium.
Nummer 1 eingenommen. Ich will die Tore geöffnet und vorzurücken. Schön, aber ich nehme erstmal das Territorium ein. Das sind ein paar Bomben. Aber die sind mal gleich kaputt. Mit Feuer kann man Bomben schon anzünden. Dachte ich zumindest. Und Chat-Pistole! Wir dürfen jetzt einfach Fischmenschen verkloppen. Drachen hatte ich mir auch dabei. Also wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Piraten dabei. Sogar dass das Markus natürlich auch gerade dabei ist. Doch wir sehen mal gucken, wie viel ich jetzt anziehen kann mit dem Angriff. Ah, 32, mein Rekord. In dem Spiel ist es 114. Das war mit Group, wie ich mit dem Ausspielen gezockt habe. Ich glaube, es war gut. Oh, ich hab das Buch gar nicht auf. Das war aufgefallen. Oh, das gibt Kopfschmerzen, das sage ich. Und hier können wir auch wieder ein paar mehr klopfen. Achso, ich brauche noch einen Anführer. Naja. Nächster Fischmenschenkapitän. Oh, jetzt bräuchte ich Shanti. Shanti wird genau wissen, was man aus dem macht. Ich glaube, Fisch filetiert man am besten. Schön angraten, vielleicht in der Pfanne mit bisschen Gemüse dazu. Weil wir reden mit Essen von Fisch, Fischmenschen Kannibalismus oder wäre das halt Kannibalismus? Ah. Das ist Sachen, über die man philosophieren kann. Nachdenken kann. Einfach um auf die Fresse geben. Was? Damit Arlong überzeugt werden kann, unterstützt Chimbe. Damit Arlong überzeugt werden kann, unterstützt. Damit Octo überzeugt werden kann, unterstützt Nami. Wer zur Hölle ist Nami? Kero der Fischmenschen. Finde den Feder. Du lasst das den Pöbel. Ja, welchen Pöbel? Wer pöbelt hier? Perona? Ach nee, 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 du schon wieder, Mädel. Was ist los, Marco? Okay, Peronas wahre Form besiegen, wo auch immer die steckt. Auf jeden Fall hier durch irgendwie unterstützen hier unten. Oh, das gibt viele Kills. Ja, auch nur 20. Ne, 36. So, hier gibt es mal verschafft. Oh, das ist Arlong. Ich mag dich nicht, Arlong. Ich mag dich überhaupt nicht. So. Und Druk ist auch noch besser von der Partie. Tja, noch 10 Schritte liegt im Moment. Feige am Schnitt. Alle werden zurück und sind überzeugend gescheitert. Ups. Ach, ich soll die Gegner da aufhetzen. Ups. So war die Nummer. Achso, da muss ich praktisch hier oben zu Nami. Oh. Ich hab das Ganze missverstanden. Ich mag Arlong. Ich dachte, ich habe die Wahl zwischen Octa oder Arlong. Ich hab's verkackt, ne? You missed a fail. Naja, egal. Oh, geht mir doch einfach mal aus dem Weg hier. Geht mir einfach auf den Zeiger. Nicht auf den Mauszeiger. Ich muss da hoch, um Nami zu helfen. Style voll. Yay. Yeah.
voll der Styler hier. Level Ausstieg, sehr nice. Sehr nice. Ja, ich habe immer noch Spy-Modus, da kann man nichts tun. Ah, oh, wo ist der Verona? Da ist Verona. Und komm, Fernseher! Ja, wo ist Verona jetzt drin? Oh, nein, nicht mit dem Holos. Oh, nimm das. Bam! Kennt Verona auch Spieler? Weiß ich nicht, auf jeden Fall kriegst du nochmal Red Hawk, dann müsst ihr nämlich down sein, sonst dann kannst du spielen. Warum oder das? Krieg ich sie so nicht. Oh, die Basen kann man dann, aber die Basen ist ja auch eingenommen. Echte Musik muss sein, ja, toll, Marco. Warte, ich weiß gar nicht, ob du Chat bist, oder? Oh, Tim, wir brauchen Hilfe. Ja, wir sind überlegen, wo ist Nami? Kann ich auch da auch noch kaputt. Wir werden einfach mal alle aus dem Weg gehen. Genau, Arun ist schon kaputt, so groß sind die Folgen. Und wegen meiner Hilfe? Nee. Dreck Geister, wo ist diese blöde Perona? Die echte, meine ich. Ah, ihr Kampfgeist ist gesunken. Boah, das sind echt langsam viele, ey. Das heißt, die gibt's jetzt schon wieder. Perona! Und dieses Mal die echte. Dafür. Ja. 45 Grad als der Move. Ach, wie nice. Wo zur Hölle ist die? Ah, Verona zieht sich rüber, gehen zurück, kommst du nochmal drin, oder? Es gibt die Chat-Pistole, damit kann ich ihn treffen. Das ist die einzige Möglichkeit, so. Noch mehr SP, das ist gut, obwohl ich jetzt noch mit dem Special wegklopfen kann. Irgendwo war noch eine Schatztour. Da gibt's hier vollen Style. Würde ich einfach Crocodile legen, reicht das nicht auf? Auf jeden Fall erstmal ihr. Ich glaube, die nächsten Fahrten sind gerade einfach. Das wäre ganz geil. So, den Waffen kann man dann noch fertig klatschen. Also ist eins eingenommen. Da ist noch ein Schatz. Cool. Und eine Münze. Und ihr kriegt nochmal Red Hawk. Was ist eingenommen? Jo. Was ist eingenommen? Okay, ich bin diesmal relativ erfolgreich. So, Style voll. Hat noch voll. Wohin. Okay, ich muss jetzt mal wahrscheinlich hier runter. Wie gesagt, nicht Chimpei, der hat vorhin Probleme gehabt. Hoffentlich geht's dem noch gut. Hey, Verona! Gibt es mal die echte? Keine Ahnung, was wir draufhauen. Eigentlich durch den Geist kann ich durchschlagen. Also wenn es praktisch durch den Geist wäre, dann kann ich ja nicht gar nicht treffen. Geist ist überhaupt drauf. Oh Mann, bitte nicht. Die Lache. Ach, stopp sie einfach. Das ist mir jetzt egal. Sind sie echt oder nicht? Weil ich mir gar nicht so unsympathisch bin.
dass ich diesen Style-Modus jeder machen kann, das nervt mich. Nee, Chimbei. Naja, ich bin nicht klar, Chimbei. Warum braucht der Hilfe? Tschüss. Ah, Arlong Park ist offen. Na, ich habe mich da ein bisschen vertan und habe Arlong und den nicht verkloppt, aber naja, gut. Ich meine, Arlong zählt sich zu dem beliebten Charakteren. Ich glaube, so viele werden es völlig übel nehmen. Ich hoffe es. Tut mir auch leid, ich habe da einen Fehler gemacht. Also, nicht das Verprügeln von Arlong an sich, aber das Scheitern der Mission, Arlong nicht zu verprügeln. Arlong zu verprügeln ist ein Fehler. Aus dem Weg, sag ich. Der Pöbel hier. Ah, Sir Crocodile. Hm, ich finde Mumie eigentlich ganz cool. Ja, weil im Screen aus dem Aufwärts war. Ist Perona schon wieder da? Geht mir doch einfach aus dem Weg. So, jetzt komme ich wenigstens mal durch die Tür. Oh, das waren 43. Nice. Machen wir das nochmal so viele. Ja, aber fast zu viele. 40. So, jetzt bin ich mal dran. Haki und durchgeprügelt. Und Gum Gum Orkan. Hey, wie im Anime. Sondern Gum Gum Orkan hat auch wegen auffällig gemacht. Ich glaube, ich muss Crocodile einfach so besiegen. Ach, mal, nehmen wir Perona auf dem Weg auch noch mit. Gott, bin ich was böse, hey. Aber heute. Ich bin doch irgendwie voll drauf aus, Leute zu verprügeln in dem Spiel. In Real Life nicht, also ich bin nicht aggressiv. Und Perona ist down. Au! Schaffst du! Ich halte Ahnung aus. Hab ich Ahnung nicht schon umgehauen? Keine Ahnung, machen wir Crocodile endgültig fertig. Red Hawk! Ach, verdammt, wir leben noch. Eigentlich müsste ich ihn voll ins Wasser geklopft haben. Style-Modus! Nimm das! Orkan! Und das war's. Wasser kann nicht? Nichts, da ich mit Ahnung stoppen. Okay, wird das halt wieder längerer Part. Crocodile wurde besiegt, so. Hat Spaß gemacht, okay. Also auf die Fresse ging es für dir Spaß, deswegen war es auch mitgefahren. Freut mich immer von dir zu hören, ein Schatz ist aufgetaucht. Oh, da ist noch ein Tatsuki. Und jetzt schalte Ahnung. Der hat ich doch schon. Mann, warum muss ich nicht immer alles doppelt und dreifach machen? Die TP9 im letzten Part jetzt. Was? Im letzten zwei Part war das, glaube ich. Ah, da bist du ja wieder. Du kriegst einfach nicht genug, ne? Jetpistole! Ja, die kennt er noch nicht. Kann ich auch. Warte, da vorne war eine geheime Spur, ne? Das ist für mich wichtiger. Weil den kann ich immer noch verkloppen. Ach, ich nicht.
Gomogomono. Red Talk. Das habe ich noch Panik vor. Jetzt ist er down. Bam. Santa Fata da. Ich glaube, ich habe sie ziemlich alle ausgeschaltet. Aaron muss kurz über Korita da rollen. Keine Ahnung, voll Leben, voll das Zeug. Ja, Sieg. Aaron war Korasmeta, wa? Na, Arigato. Yay, Kreisrennen, Siegeskreisrennen. Keine Ahnung. Ich füge jetzt neu ein. Ja, trotzdem zu viel Schaden und zu wenig Gegner besiegt. Aber die Zeit war im S-Rang. Okay, das kann ich jetzt mal wegdrücken. Ja, Harry. Aaron, du hast es nicht machen können. Jinbei-chan hat nicht verletzt. Das ist... Stimmt, das macht Perona nicht da. Nice! Na super. Na super. Hey, mir werden Leute mir verprügeln, umso mehr treten Allianz bei. Das ist blöd. ブルックは森谷に散々な目に遭わされてるのよ。その部下だったあんたを簡単に迎えられるわけないわ。罪を憎んで人を憎まず。いいですよ。お前、ブルック。その代わり、パンツ見せてもらってもいいですか。まあそうか。見せねえよ。じゃあ、先に進みましょうか。 Klug ist der sie hinsichtlich wie Sanji, bloß direkter. Ach, Perona finde ich dann mal noch mit einem netten Charakter, den man dabei haben kann. Gegen die habe ich mal absolut gar nichts. So, jetzt kriegen wir wieder Charakterwachstum. Ruffy ist Level 18. Yay! Und neue Technik. Dreieck, Dreieck, Viereck, Viereck. Und neues Fach bei Leben. Alter, wie viel Fläche kriegt man denn da? Klug ist Level 5, das heißt, wir kriegen Synergie und überlasse ich nun die Technik an mir. Oh, wir haben das Black Sword als Münze. Das Black Sword ist das Schwert von Falkenauge Mihawk, dem besten Schwertkämpfer der Welt. Im deutschen Anime sagt er da das Black Sword. Du kannst das Perona spielen. Freund Episode Log von Perona ist jetzt mit Piratenlog verfügbar. Ein neuer Gegenstand steht in der Galerie zur Verfügung. Yay! Und ein neuer Gegenstand im Berry Shop. Yay! Und Speicher. Yay! Und so, dann geht's im nächsten Part einmal ganz schnieke und schick weiter in die Festung der Hölle. Das wird das Impel Down sein, wird ganz lustig, ich hoffe es zumindest. Naja, bis dann!